jemand. 100 Meter Staffeln der Frauen. Auf den Bahnen 4 und 5 die U20 Nationalstaffeln. Auch das sieht wieder sehr, sehr schnell aus, was unsere Mädels hier zeigen. Gleich geht's wieder auf Chantal Butzek, die Schlussläuferin des ELV 1. Ja, optimale Bedingungen und wir schauen auf die Uhr. 44,26 Sekunden. Ja, da applaudiert auch Alex Seeger, der zuständige Bundestrainer. Und ich denke, der Applaus ist mehr als verdient für die jungen Mädels. Dann drücken wir jetzt schon die Daumen.